Moment, was ist mit unseren Minecraft-Helden passiert? Ja, die sehen ganz komisch aus einfach. Denn Leute, wir werden heute ein richtig krasses Battle machen. Ihr werdet gleich verstehen, wie. Also, du gehst jetzt in deinen Raum, ich in meinen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht. Let's go, einfach. Und zwar, Leute, sieht jetzt bei uns Minecraft unterschiedlich aus. Ich habe hier dieses Texture-Pack drin und Ente ein anderes. Und wir müssen jetzt ein Battle machen. Ich erkläre euch das genau jetzt wie. Und zwar machen wir erstmal den ersten Raum hin. Nehmen uns schon mal ein paar Türen. So, das wird gleich richtig lustig, Leute. Machen schon mal zu, damit Ente nicht gucken kann. Und schaut euch jetzt dieses Texture Pack an. Das sieht doch aus wie Diamanten, oder nicht? Oder? Aber Leute, das sind nicht Diamanten, sondern das ist Redstone. Guck mal, da kommt auch die Animation und so. Okay, ist doch, glaube ich, ein Tipp genug, oder? Ja, komm, wir können so anfangen, würde ich sagen. Damit Ente wenigstens ein bisschen eine Chance hat. Und jetzt muss ich hier zwei Schilder nehmen. So, einmal schreibe ich hier hin, was es wirklich ist und einmal, was es nicht ist. Und zwar schreibe ich jetzt hier Diamanten. Und hier müsste dann Ente durchgehen, wenn er denkt, dass es ein Diamant ist. Dann wird er hier gleich nur eine richtig schlechte Belohnung kriegen. Aber Leute, jetzt mache ich noch das Schild mit Redstone, weil es ist ja eigentlich ein Redstone-Erzblock. So, jetzt habe ich hier die Tür platziert. Und wenn die Ente jetzt durchgeht, kann hier seine erste Belohnung abholen. Und zwar fangen wir hier mit einem Diamantschwert an, würde ich sagen. Erstmal nur als Belohnung. Und vielleicht noch Goldäpfel. So, Leute, seht, alles ist so komisch. So, und hier mache ich lieber nochmal einen Pfeil hin, dass Ente da lang gucken muss. Wenn man hier drauf tritt auf den Redstone-Block, dann wird der auch aktiviert. Das ist auch schon voll der gute Tipp. Hier wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So, dann wird es hier auch schon sofort wieder weitergehen, Leute, zum nächsten Raum. Dann müssen wir uns wieder einen richtig coolen Block aussuchen. So, was für einen Block will ich jetzt nehmen, Leute? Ich muss gucken, was könnte Ente nicht erkennen? Oh, was ist das hier für ein Block? Das ist ein Diamantblock. Das sieht doch aus wie ein Redstone-Block oder wie ein Emerald, oder nicht? Leute, ist ja richtig verwirrend. Einfach in Rot. Oder schaut euch hier den Eisenblock an. Das sieht ja aus wie ein Nesoid-Block. Das wird Ente nie im Leben erkennen. Den würde ich sagen, nehmen wir, Leute. Den können wir sogar hier hoch platzieren, würde ich sagen. Weil das wird er niemals herausfinden. Aber diesmal mache ich die Frage auch viel schwieriger. Entweder es ist ein Eisenblock oder ein Nesoid-Block. Ich glaube, hier wird Ente auf jeden Fall reinfallen und zum Nesoid-Block gehen, weil er sieht richtig krass aus. Soll das immer durchgehen? Und hier kriegt er dann als Belohnung nur normalen Apfel. Bitteschön. So, und hier kriegt er diesmal eine bessere Belohnung, Leute. Ich würde sagen, Diamantrüstung oder so. Wird ja langsam Zeit. Die ist hier einfach rot, Leute. Wie cool sieht die bitte aus? So, ich gebe denen die Chestplate und die Schuhe. So. Und dann können wir jetzt hier wieder zum nächsten Raum gehen. Weil für jedes Texture Pack machen wir drei Räume. So, jetzt lass mal nicht mal in Erz nehmen, sondern irgendwas anderes. Ich guck mal schnell. Boah, Leute, schaut euch hier mal Wolle an. Die blaue Wolle heißt gelbe Wolle. Das ist eigentlich eine gelbe Wolle, Leute. Oh, das wird man doch auch niemals erkennen können. Mal gucken, ob Ente Glück haben wird. So, diese Woche ist richtig gemein. Diesmal nehme ich zwei komische Farben, die auf jeden Fall nicht blau sind. Erstmal gelb. So, gelbe Wolle. Und hier schreibe ich dann rote Wolle. Weil so wird es viel schwieriger. Blau ist es ja auf jeden Fall nicht dann mehr. Jetzt machen wir wieder die Türen. Und das ist ja die gelbe Wolle, deswegen machen wir hier wieder die Belohnungskiste hin. Und diesmal kriegt er Netherite-Teile. Oh, das könnte, glaube ich, nice werden, Leute. Vielleicht noch Äpfel. So, Goldäpfel und noch ein Diaschwert. Oh, Leute, und guck mal jetzt. Jetzt haben wir schon mal Texture Pack Nummer 2 drin. Und zwar so ein Lego-Texture Pack. So, hier kommt dann wieder der nächste Raum. Hier muss dann wieder Ente erkennen, was hier für ein Block ist. Boah, das ist ja richtig cool gemacht, finde ich. So, aber egal, Leute. Wir müssen das jetzt richtig gut machen. Schaut euch mal hier die Blöcke alle an. Hey, das ist Holz, niemals. Schaut euch das an. Wie krass. Darauf wäre ich niemals gekommen. Okay, Leute, ich habe eine richtig gute Idee. Entweder ist das Erde. So schreibe ich hier sofort hin. Erde oder braune Wolle. Mal gucken, ob Ente das auch erkennen wird. Das sieht, glaube ich, echt schwer aus, wenn man keine Ahnung hat. So, das ist hier Erde, deswegen müssen wir hier wieder die Belohnung reinmachen. Ich würde sagen, diesmal machen wir einen Bogen rein oder so. Ein Bogen mit Pfeilen. Komm, mit diesen goldenen Pfeilen noch. Let's go, warum nicht? Und hier können wir ja mal auch wieder nett sein auf der Seite. Und wir geben den mal ja, ein bisschen Goldrüstung und ein Goldschwert. So, falls der gar nichts abbekommen hat eben. So, hier kommt dann gleich wieder der nächste Raum. Leute, aber mit diesem Texture Pack finde ich das nicht mehr so einfach. Hier gibt es diesmal nicht so viel Auswahl. So, was nehmen wir wieder? Ich guck mal schnell, was hier gut sein könnte. Okay, Leute, jetzt müsst ihr raten. Was ist das hier für ein Block? Entweder ist das Kupfer oder Eichenlaub. Was denkt
denkt ihr, Leute? Ist hier richtig? Und zwar ist das hier Eichenlaub, Leute. So, ich hab's auch richtig geschrieben. Oxidierter Kupfer. So, weil der normale ist ja ein bisschen orange und braun. Hier ist die richtige Tür. So, ich hab wieder eine Belohnung hin. Und zwar der Crossbow und ein Schild. So. Hier gibt es wieder nur 2 Goldäpfel oder so. Perfekt. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Raum und dann geht's endlich los. So, und das hier ist der letzte. Entweder ist das ein Smaragdblock oder ein Moosblock. Okay, Leute, ich glaube, ihr kennt es sofort. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Das ist ein Smaragdblock. Ich schreibe einfach Smaragderz. So, oder? Moosblock. Und dann sind wir auch gleich schon fertig, Leute. Denn hier ist dann das Richtige. So, was kriegen tun wir hier rein wieder? So, Netherite-Schwert, Dia-Schwert. Und ein Dreizack noch. So. Und hier Kettenrüstung mit einem Steinschwert. Zack, Leute, wir sind fertig. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh, Ente, was hattest du denn für ein Texture-Pack drin? Wie sieht's denn hier aus? Ja, mega seltsam. Hä? Und was soll das für ein Block sein? Das ist ja richtig schwer. Okay, oben stehen die Namen. Entweder Oak Planks oder Birch Planks. Oh nein. Sieht ein bisschen heller aus. Es könnte beides sein. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schwierig. Du musst dich entscheiden. Es ist nicht einfach. Ich würde sagen, das ist der hier. Der Oak Planks ist normaler Holz. Komm schon. Denkst und du? 4 Diamantente ist richtig, oder nicht? Ja, das war natürlich richtig. Nice, Mann. Gut geraten. Dia-Schwert für dich. Oh, noch ein Dia-Schwert. Danke. Gute, jetzt bin ich gut equipped. Okay, weiter geht's. Was ist das denn für ein Block hier, hä? Das sieht aus, als wäre da eine Karte drauf. Ja, ganz seltsam. Hä? Entweder das ist braune Wolle oder rote Wolle. Das werde ich doch niemals erkennen. Hä? Ja. Das ist hier echt schwer gemacht. Ich denke, es müsste eigentlich braune Wolle sein. Oder ist das rot? Ich weiß nicht. Es ist echt schwer. Ich würde sagen, das ist braun. Komm schon. Und? Hey. Ja, das ist auch richtig. Diamanthose für dich. Diamanthose, danke. Ente, wusstest du warum? Weil guck mal, die Erde ist auch so ein bisschen braun. Und deswegen habe ich das ein bisschen verglichen. Ja, aber es ist gar nicht so einfach bei dem Block. Ich verstehe selber nicht die Textur. Oh nein, und was ist das jetzt hier? Entweder Bedrock oder Cobblestone. Ich glaube Bedrock, oder Ente? Ich weiß es nicht, hey! Und ja, ist auch richtig. Alle 3 richtig geschätzt. Nice! Goldapfel für dich. Goldapfel, okay. Danke. Und nächstes Texture Pack. Hä? Sieht ja voll nice aus, die so mit Puzzeln, oder? Das ist eine Puzzlewelt. Genau. Alles sieht aus wie deinem Spielzeugladen. Oha, richtig nice. Okay, ich bin bereit. Ente. Nein, das fängt ja direkt richtig schwer an. Was soll das denn bitte sein? Hä? Entweder ein Endstein oder ein Ziegelstein. Es könnte beides sein. Ja. Der hat auf jeden Fall Potenzial, dass er unzerstörbar ist. Das wäre richtig cool, wenn er ganz unten ist. Aber es könnte auch ein Ziegelstein sein, oder nicht? Wegen den ganzen Steinen hier überall. Oh. Es kann alles sein. Aber ich glaube, Endstein sollte anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, es ist der Ziegelstein. Komm schon. Ja. Yeah. Oha. Hinterher mit der Belohnung! Ja! Yeah. Diamant, hey, Baby, ich hab bei meinen Kisten auch Netherite-Sachen und so kannst du mir später auch geben, Ente. Okay, was ist das hier? Hä? Entweder Clay oder der Korallenblock? Ich das weiß nicht. Hart. Ich finde eher der Korallenblock, oder? Weil der ist auch so ein bisschen bunt, glaube ich. Ich würde sagen, es ist der Korallenblock, komm schon! Nein, hier ist und keine Kiste! Falsch. Nein, ich hatte das erste falsch! Und was ist das? Ah, das ist ein Zombie, der Bär! Oha. Das hätte ich aber auch gar nicht erkannt gerade. Lol, als ob das der Clayblock ist. Wie heftig. Hätte ich auch niemals gedacht. Okay, weiter geht's. Was ist das? Ist das Huggy Wuggy? Ja, so ähnlich. Das sieht aus wie ein Ofen. Weil guck mal, hier ist doch der Mund. Ja? Nee, warte mal. Was anderes hat ein Mund? Was denn? Entweder der Dropper oder der Dispenser oder nicht. Und die stehen doch bei dir oben. Ja klar, du musst dich entscheiden, was es ist, Alpha. Oh nein. Wer hat den Mund weiter offen? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, einer hat den Mund rund und einer hat den weiter offen. Aber ich weiß nicht, welches ist. Dispenser oder wo weißt du denn das? Es ist Zufall. Eins von beiden muss sein. Und ich nehme die rechte Tür. Komm schon. Ja, das war die richtige, oder? Da waren 8 Diamanten. Yeah. Ja! Dann bekommst du von mir eine Netherite Chestplate. Okay, jetzt bist du dran, Ente, mit meinem Texture Pack. Mal gucken. Ja, das sieht ja alles so komisch aus, Alpha. Ich weiß, die ganze Welt. Los, Ente, beeil dich. Was ist das da vorne für ein Erz? Boah, das ist ja so eine Art Farbenblind oder so. Alles genau. Ist irgendwie umgedreht oder so. Ja. Diamant oder Redstone. Warte mal. Ich denke, das könnte Diamant sein, aber die Farbe wurde ja geändert. Also war das bestimmt vorher rot, oder? Nein! Weißt du, weil deine Diamantrüstung, die du anhast, ist nämlich rot, Alpha! Hey, nein! Rot dich an! Du Cheater! Ja, das hast du mir wohl verraten. Tut mir leid! Da geht jetzt die richtige Tür! Es ist Redstone! Oh nein! Du hast recht! Das war richtig! Let's go, lass direkt weitergehen! Was ist hier? Netherite Block oder ein Eisenblock? Ey, das ist voll schwierig! Weil Netherite Block, der ist auch so schwarz. Ja, genau. Aber das heißt, wenn er hell war, dann ist er ein Stoker und das heißt, dass es ein Eisenblock ist. Keine Ahnung, probier's. Und? Nein, oder? Ja.
Du hast jetzt auch schon die Errüstung. Okay, was ist das jetzt? Jetzt habe ich es schwieriger gemacht. Ja, oh, warte mal. Das heißt, alles ist umgedreht, die Farben. Stimmt, so funktioniert das Texture-Pack. Gelb oder rot? Was ist das für eine Farbe? Wäre blau und gelb wäre grün dann. Oder so? Kann sein, Ente. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin nicht so der Farbprofi. Mann, ey. Für was entscheide ich? Ich gelb oder ich nehme rot? Rot? Ja, die ist falsch. Okay, nein, hier musst du weitergehen. Das war gelb. Niemals. Dann gab es keine Belohnung. Oh, habe ich vergessen. Hier darfst du nichts rausnehmen. Weitergehen. Nicht die Kiste reingucken. Ach, Mann, ey. Okay, komm rein, Ente, mit dem nächsten Texture Pack. Was ist das hier für ein Block? Oh, es sieht ja aus wie bei Lego. Oh, Mann. Entweder ist es braune Wolle oder Erde. Entscheide dich. Was ist das da? Der untere Block oder der obere? Der untere. Oh, warte mal. Das könnte beides sein. Das ich ist weiß. Jetzt echt schwierig, weil ich keine Ahnung, wie die Welt da draußen aussieht. Besser so, beeil dich, Ente. Ich nehme an, dass es... Boah, ist 50-50. Beides könnte es sein. Let's go. Aber weil du die Oberseite abgedeckt hast, denke ich, dass es Erde ist. Nein, wo fragst du? Erde. Nein! Du hast dich selber verraten, Alpha! Och, Mann! Okay, weiter geht's, das wirst du niemals erkennen! Oxidiertes Kupfer oder Eichenlaub? Boah, schwieriger wäre es gewesen, wenn es ein Apple-Block. Ich hätte gedacht, das wäre einer. Oh, hätte ich hinschreiben müssen. Boah, oxidiertes Kupfer? Aber Kupfer hat ja so ein anderes Grün, weißt du, wie ich meine? Hente, nein! Das ist ein Texture Pack! Das ist ein bläuliches Grün! Hente! Eichlaub hat auch eine andere Farbe, das ist dunkler! Aber als ob Blau so aussieht, weil Eichlaub. Keine Ahnung, das ist auch ein anderes Grün! Eiche? Nein, warte, gehst du da rein? Nein! Oha, das war real, wirklich! Okay, jetzt wird's aber komplett schwer, glaube ich. Was bist du für ein Block? Smaragderz oder ein Moosblock? Hey, warte mal! Das muss doch Moos sein, oder? Mal gucken, das sieht aus wie Stein! Aber es kann auch ein Erz sein, als ob Erze in den Texture Pack so aussehen. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach Moos. Ja, gut so. Hä, wieso? War das falsch? Ja, guck mal, hier ist auch Kohle zum Beispiel. Das sieht doch auch so aus. Oh nein, warum hab ich da nicht hingeschaut? Okay, jetzt geht's zum Battle. 3, 2, 1, let's go. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt, komm her einfach. Oh, du hast gar nicht die nächste Rüstung bekommen. Nein, weil du falsch gewählt hast, glaube ich. Aber egal. Oh nein, gar nicht gut. Ich habe bis die nächste Ride-Rüstung jetzt. Komm, Ente! Ah, du schubst dich in den Berg runter, gemein! Und die ganze Welt ist immer noch aus Lego bei mir. Richtig lustig. Hey, ich treffe dich gar nicht richtig. Ente, was ist los mit dir? Was? Schon geworden, so schnell. Leute, lasst ein Like, lasst ein Abo, wenn euch das hier gefallen hat. Schon mal vorbei. Und ich sage tschüss.